Äthiopien stellt neuen Baumpflanzrekord auf. Laut dem Minister für Innovation und Technologie wurde in den ersten 12 Stunden im gesamten Land 353.633.660 Setzlinge gepflanzt. Der bisherige Weltrekord liegt laut Medienberichten bei 50 Millionen Setzlingen und wurde von Indien aufgestellt. Doch nun scheint Äthiopien mit dieser Aktion, ins Leben gerufen von der äthiopischen Regierung, diesen Rekord geknackt zu haben. Die Regierung des Landes und der Premierminister Abiy Ahmed möchte damit gegen die Abholzung der Wälder vorgehen und das Ausbreiten der Wüsten verhindern. Insgesamt sollen in den kommenden Wochen 4 Milliarden Bäume gepflanzt werden. Fantastisch, denn laut einer aktuellen Studie sei die Aufforstung, also das Pflanzen von Bäumen, die effektivste Maßnahme gegen den Klimawandel. Meine Frage deshalb an die Bundesregierung: Wie sähe es mit einem Weltrekord von deutscher Seite aus?